Hallo, meine Lieben, hier ist die Toni mit einer Legung für euch. Hoffentlich geht es euch allen gut. Hä? Vielen, vielen lieben Dank für eure Herzchen, Kommentare, die Daumen hoch und auch für die Abos. Da freue ich mich riesig drüber. Das ist ganz lieb von euch und auch ein ganz toller Energieausgleich für mich. Private Legung, ich bin dabei, die alle abzuarbeiten. Ne? Ihr dürft mir gerne E-Mails schreiben. Meine E-Mail findet ihr in meinem Profil. Ne? Ich beeile mich, dass ich schnellstmöglich eure privaten Legungen abarbeiten kann. So, ihr Lieben, wir schauen jetzt hier mal rein. Und zwar machen wir eine kleine Gegenüberstellung. Wir nehmen eine Karte aus diesem Orakeldeck für euch und eine für euren Gegenüber, für euer Gegenüber. Egal, ob männlich oder weiblich, gell? Ihr dreht es euch einfach um. Wir schauen mal, was das Thema ist bei euch beiden jetzt momentan. Wer arbeitet an welchem Thema? Was liegt bei euch gerade auf dem Tisch? Was soll bearbeitet werden? So, wir schauen mal. Die erste Karte ist natürlich für euch. Ne? Ihr seid die wichtigste Person hier. Bitte eine Karte. Welches Thema liegt hier gerade parat? Welche Energien für den Zuschauer? Oh, wir haben die Karte die Zwischenwelt. Ihr befindet euch gerade in einer Zwischenwelt. Zwischen positiv und negativ, zwischen schwarz und weiß, zwischen Liebe und Liebeskummer. Ne? Ich sehe ja aber, der Flamingo, ja, der läuft gerade von dieser dunklen Seite in diese helle, wunderschöne Seite. Also ihr verlasst hier gerade die Zwischenwelt, ne? Wir hätten jetzt gern noch eine Karte fürs Gegenüber. Was ist denn bei eurem Gegenüber gerade das Thema? Woran darf er arbeiten? Oder sie? Eine Karte bitte fürs Gegenüber. Für das Thema, was haben wir da? Oh, wir haben die Karte Schlummerstunde. Jemand ist hier momentan in einer Pause, ist aber auch am Träumen. Wir haben da oben die 24. Morgen ist der 24. hier bei mir. Ja, aber es spielt eigentlich keine Rolle. Ihr müsst einfach schauen, na, wann immer ihr das Video schaut und es ist für euch stimmig und ihr habt das Gefühl, ihr geht in Resonanz, dann passt das für euch. Na? Also, unterm Deck haben wir die Karte der Beobachtungsposten. Hier sind zwei Menschen, die sich gegenseitig beobachten. Ne? Ihr beobachtet euch gegenseitig. Du befindest dich hier gerade in der Zwischenwelt. Ne? Du weißt wahrscheinlich gerade nicht so richtig, gibt es hier noch die Möglichkeit, gibt es hier noch eine Chance, darf ich hier weiter träumen und lieben? Oder ist es besser für mich, mich zurückzuziehen? Ja, so fühlt sich das für mich an. Ja, darf ich hier noch Hoffnung haben? Man ist im Zweifel. Du bist im Zweifel momentan so ein bisschen. Ne? Ist das vergebene Liebesmüh? Man, es sieht so aus, als hättet ihr so ein bisschen das Gefühl, ihr wollt euch selbst nichts vormachen. Ne? Ihr wartet vielleicht auf ein Zeichen vom Gegenüber. Ja, und solange wie da nichts kommt, bleibt ihr in dieser Zwischenwelt, aber ihr lasst auch nicht los. Ne? Ihr bewegt euch aber bereits in Richtung Sonne. Und euer Gegenüber hier befindet sich so in der Schlummerstunde. Hier träumt jemand, aber friedlich. Ne? Ja, hier ist jemand friedlich am Träumen von euch. Ja, hat sich zurückgezogen, ist tief im Gefühl, macht eine Pause vielleicht auch vom Drama im Kopf, von diesem Kopfkino die ganze Zeit. Man ist hier nur im Gefühl, man liegt hier und schläft, man ist ganz ruhig. Es ist so eine ganz ruhige Energie, es ist eine schöne Energie. Ich hätte jetzt gern mal hier Karten für die Zwischenwelt für euch, für die Zuschauer. Was ist da los bei dir? Was dürfen wir wissen? Die hat sich gedreht, wir nehmen sie auch gerade. Der Turm, okay. Das Ass der Münzen, sehr schön. Ui. Eine Karte bitte noch. Für die Zuschauer sind zwei gefallen, ja. Spiegelt es ganz toll hier wieder. Wir haben für euch den Turm. Ja, der Turm ist so ein von oben geführt vom Universum. Etwas stürzt zusammen. Es ist eine Überraschung. Es wird etwas geschehen oder ist etwas geschehen, was euch ja den Boden unter den Füßen quasi weggerissen hat. Ja, etwas, was nicht stabil war, wurde hier umgeschubst. Es kann aber auch dafür stehen,
dass hier etwas sehr Überraschendes passieren wird, ja? Etwas passiert, womit ihr nicht rechnet. Und es ist auch etwas, was ihr nicht beeinflussen könnt oder konntet, auch nicht euer Gegenüber. Das kam von oben, ne? Und die zweite Karte, und das ist ganz schön, ist hier das Ass der Münzen. Also hier kommt etwas auf euch zu. Es ist überraschend, ihr habt vielleicht gar nicht mehr damit gerechnet. Ihr befindet euch in dieser Zwischenwelt. Hier kommt was auf euch zu. Es ist überraschend. Es kann ein Angebot sein, eine Nachricht sein, eine Einladung sein, eine Chance auf etwas Neues, etwas Stabiles und Echtes, ne? Womit ihr vielleicht gar nicht mehr rechnet, ja. Und dann haben wir den Tod, die Wandlung, ja. Etwas geht natürlich zu Ende, das muss aber geschehen, damit etwas Neues kommen kann. Und dann haben wir hier die Sieben der Schwerter, das ist, dass ich, ja, hier ist etwas nicht so, wie es scheint. Und diese Situation wird beendet, das stirbt, denn das Universum greift hier ein und überrascht euch mit einer neuen Chance und Möglichkeit, womit ihr nicht rechnet. Das ist ganz schön. Also der Schein trügt diese Situation, die geht zu Ende. Und ihr rechnet da gar nicht mit, ne? Das ist eine tolle Energie. Wir schauen mal, was ist denn hier bei eurem Gegenüber gerade? Was kommt denn da jetzt mit der Stimmstunde? Jemand schläft hier, träumt, ist so ein bisschen in der Stagnation, aber nichts Negatives. Es ist was Ruhiges, eine ruhige Träumerei, eine Pause, die nötig war. Bitte mal drei Karten hier fürs Gegenüber. Was dürfen wir hier wissen? Oh, okay. Wir müssen die natürlich so rumnehmen, ne? Bei eurem Gegenüber haben wir hier den Teufel. Das ist die Sucht, an etwas denken zu müssen hier, ja? Das ist die Sucht. Wir haben hier... Er fühlt sich angekettet, er kann nicht aufhören, an etwas zu denken. Ne? Er hat vielleicht auch Süchte, von denen er sich hier befreien soll, ne? Oder befreit hat, weil er ist jetzt hier in einer ganz ruhigen Energie, in einer verträumten Energie. Dann haben wir die Liebe und die Neun der Münzen. Also diese Schlummerstunde, die hier bei eurem Gegenüber, bei deinem Gegenüber gerade anliegt, ne? Er erholt sich hier davon. Er erholt sich davon, dass er ständig darüber nachdenken muss, über Liebe, über wie viel ist es mir wert, kann ich es schaffen. Ja, jemand träumt ja auch von euch. Ihr seid hier für jemanden der Jackpot schlechthin, ja. Das ist ja, also die Neun der Münzen ist eine super Glückskarte. Wir haben die Liebenden und wir haben den Teufel. Hier wird etwas geheilt. Jemand ruht sich aus, träumt, ja. Und lässt dieses hier hinter sich, diesen Teufel, ja, der vielleicht diese ganze Verbindung hier so ein bisschen gestört hat, ne? Jemand kann oder konnte nicht aufhören, an diese Liebe zu denken oder war hier wie angekettet an das Gefühl und an die Gedanken immer wieder, die hier um die Liebe gekreist sind. Es scheint eine Person zu sein, die auch Single ist, ne? Die mit sich allein eigentlich im Reinen ist und jemand spürt oder fühlt hier in diesem Rückzug, in diesem Schlummer, dass diese Liebe wertvoll ist. Und ich meine, dieses Single-Dasein einem doch nicht alles gibt. Ne? Also hier ist eine Liebe und man heilt hier einfach von einer Liebe, die hier nicht auf dem richtigen Weg war. Ja? Es war hier vielleicht auch sehr viel Eifersucht im Spiel. Eifersucht, Probleme, man hat sich etwas eingeredet, ja. Vielleicht hat man sich auch eingeredet, ich bin besser allein dran. Ich bin besser als Single dran, ja. Man macht hier eine Pause. Bitte mal noch zwei Karten jetzt hier. Ja, das Gericht, die Erlösung kommt jetzt hier. Hier kommt die Erlösung. Man wacht auf. Upsala. Man wacht auf, ja. Der König der Schwerter wacht auf. Er manifestiert hier die Kommunikation, ja. Jemand möchte hier der ganzen Sache noch eine Chance geben. Ne? Man manifestiert es, man möchte meistern. Jemand denkt wirklich darüber nach. Dieser Herr hat hier etwas zu sagen. Ne? Der hat was zu sagen. Der König der Schwerter manifestiert hier eine Nachricht, eine Einladung. Das wird überraschend für euch sein. Ne? Aber hier hat jemand etwas gelernt und ist aufgewacht. Ihr Lieben, das sind ganz spannende Karten. Lasst mir gerne ein Herzchen da, einen Kommentar. Macht's gut.